Servus liebe Zuschauer, Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich mich mal entschlossen, denn ich habe auf Google Maps hier in meiner Nähe einen Pumptrack gefunden, einen Asphalt-Pumptrack. Und heute werde ich da nicht alleine fahren, sondern es kommen noch zwei Kumpels und dann machen wir eine kleine Challenge. Jo, und ihr dürft bei der Challenge dabei sein. Und ich fahre heute mal, das ist heute mein allererstes Mal Pumptrack fahren. Also ich bin gerade schon eine kleine Einführungsrunde gefahren und ich muss sagen, ey, das geht sowas von in die Beine und in die Arme, weil du halt immer, quasi, wenn du oben bist, unten wieder pumpen musst. Immer hoch, runter, mit deinem ganzen Körper. Und es geht sowas von in die Beine, das merkst du richtig, nach zwei, drei Runden bist du schon fast fix fertig. Wie gesagt, wir machen heute noch eine kleine Challenge und ihr dürft dabei sein. Also, viel Spaß bei der Challenge. Zwei anderen Jungs sind auch da. Ihn kennt ihr wahrscheinlich schon. Der Linus und hier hinten in meiner hinteren Ecke der Sven. Und heute machen wir eine kleine Challenge. Und zwar sind wir hier beim Pumptrack. Pumptrack? Ja, pumpen. Und wir machen eine Challenge und zwar geht es darum, wir fahren drei Runden am Stück und davon nehmen wir dann die Zeit, stoppen wir und quasi die beste Zeit gewinnt. Und der Gewinner bekommt dann eine kleine Überraschung, das ist dann ein Müsli-Riegel. Jo, und ich würde sagen, wir beginnen das Ganze mal. Ohne Treten, kein Treten. Jo, wie gesagt, wichtig ist auch, ohne Treten im ersten Gang fahren wir hier durch. Also ganz einfach. Und ich würde sagen, jeder hat jetzt mal noch eine Proberunde wenigstens. Jo, das war die erste Proberunde, jetzt kommt das Sven. Jo. Ich lache auch keinen Reinkrieg. Jetzt nicht. Ne? Und jetzt komme ich und dafür übergebe ich mal jetzt die Kamera hier. So. Und jetzt zeige ich euch mal hier. Hier sieht man mal, wie das genau geht. Also quasi entlasten, belasten und wieder entlasten. Und so ist das Ganze. Und ich muss ehrlich gestehen, das geht ziemlich in die Waden rein. Oder was meinst du? Ja, Wadenschenkel. Wadenschenkel, alles. Wie gesagt, wer das schon mal gemacht hat, weiß, wie anstrengend das Ganze ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der Challenge. Dafür hole ich jetzt mal schön mein Handy raus und dann stoppen wir die Zeit. Und als allererstes machen wir jetzt mal Schnick, Schnack, Schnuck. Altbekannte Art, wer quasi hier die Challenge beginnen darf. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Bei dem Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, ich bin der Letzte. Also, Linus fängt an. Also, drei Runden. Riders ready. Watch the gate. Didi. Jetzt geht's los. Die erste Runde hat er. Jetzt gucken wir mal schön auf die Zeit. Ah, die läuft. Hey. Die Runde hat sich verbessert. Das ist die zweite Runde. Da hinten fährt er. Ja, jetzt stopp. 41. Jawohl. 15, denke ich, 44. Stopp. 44. Wird echt knapp. Nee, wird nicht knapp. 39. Zack. Was, zeig mal?
42,31. 42,31. Machen noch einen zweiten Lauf. Hast du noch mal eine Chance? Wir machen noch, wie gesagt, wir machen jetzt noch einen zweiten Lauf. Und zwar andersrum. Letzter zuerst wieder. Also David beginnt. Also ich beginne jetzt. Und wie gesagt, weil nämlich der erste Lauf ist immer so, bis man mal reinkommt, ist ein bisschen schwierig. Und ja, und ich beginne jetzt. Wie gesagt, jetzt gilt es. Jetzt ist endgültige, richtige Challenge. Hoffen wir mal, dass David jetzt nicht unter 40 Sekunden kommt, dann bin ich nämlich noch nie da. Ja, das wäre so geil. Okay, auf die Plätze. Fertig, go. Oh, schneller als letzte Runde. Ihr seid Kämpfer offen. Wie viele Runde ist das jetzt letzte, gell? Das ist jetzt die zweite, die du fährst. Jetzt kommt die letzte. Wie viel? Okay. Jetzt? Oh. Also ich sag's mal so, David ist immer noch letzter. Ja, Sven hatte 42,31 und ich hatte 40,0. Es bleibt interessant. Ja. Nur noch um Sven und mich. 3, 2, 1, los! Hast du gekriegt? Jetzt kommt die letzte Runde. Oh, da kam ein bisschen raus. Stopp! Okay. Und wir gucken die Zeit an. Ich würde es mal so sagen. Oh, das war nicht so ein guter Start. Ja. Ja. 40,83. Mein erster war nur besser. 40,0. Also, das heißt, der Sieger der Riegel gehört Linus. Steht endgültig fest. Ich überreiche Ihnen jetzt gleich diesen super, duper, genialen Riegel. Und ich fahre dann noch ein paar Runden. Welchen Riegel wollen Sie denn Schönes hier? Zur Feier des Tages überreiche ich Ihnen hier den super-duper Riegel. Interview. Und wie hat es sich angefühlt, als Sieger dazustehen? Anstrengend. Heute? Anstrengend. Sehr anstrengend. Muss ich aber dazu sagen, das stimmt auch wirklich. Und sonst, wie fühlt man sich als Sieger, geehrt zu werden? Gut. Und wir haben uns jetzt noch was Kleines überlegt. Einfach als Fun. Dass wir hintereinander herfahren und quasi versuchen einzuholen, oder? Ja, machen wir so. Machen wir so, dann schnalle ich nämlich jetzt mal hier an meinem Brustgurt. Dann habt ihr noch eine kleine Brustgurtaufnahme. Also, wir haben uns jetzt überlegt, einer fängt da drüben an und der andere fängt da an, quasi so. Der dritte, keine Ahnung. Ja, fang da an. Der dritte fängt an. Und dann geht's drum, wer holt den anderen ein? 3, 2, 1, go!
Nein! Ja! Jetzt hat er mich gleich. Ich muss nur halt in der richtigen Position überholen. Ja, jetzt hat er mich gehabt. Und fahr weiter, fahr weiter. Linus hatte mich. Und du warst knapp davor. So Freunde, wir waren jetzt hier noch am Woodbagger, die zwei anderen Jungs sind schon gegangen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vorher hatten wir Pump Track Challenge. Ja, hier seht ihr noch zwei andere Videos, habe ich euch verlinkt und auf der Seite kommt ihr auf meinen YouTube-Kanal. Also in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir auch einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.